Ich bin's, Mickey Muffin, und herzlich willkommen zu meinem Adult Performer Podcast. Ich bin heute in Berlin mit Paulita Pappel. Hallo. Hallo. Hi, Mickey, ich freue mich, hier zu sein. Hi. Ich habe auch ihr Buch mitgebracht, was ich mir direkt bestellt habe, wo ich gesehen habe, dass es rausgekommen ist. Danke dir. Gerne. Ich kann es nur weiterempfehlen und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel über dich gelernt, über das Buch und über dich. Ja, es ist ziemlich persönlich auch. Ich erzähle ja auch viele Anekdoten und Geschichten aus meiner Erfahrung. Ja. Genau. Ich finde, so, es ist ein bisschen was von Autobiografie, so ein bisschen, was ich super finde. Und ja, möchtest du mal erzählen, wie alt du warst, als du damals mit Porno angefangen hast, für die, die es nicht gelesen haben? Genau, ich erzähle dir das alles ziemlich detailreich im Buch. Genau. Ich war gar nicht so jung. Ich war ja schon 22 Jahre alt, als ich angefangen habe. Und trotzdem ich habe mich ja beworben bei einer Regisseurin und die hat mich gefragt, ob ich mir sicher bin, ob ich das machen will. Und weil sie meinte, ne, ich sei ja noch so jung und ne, es kann einfach negative Konsequenzen haben im Leben, wenn man sowas macht. Und dann war für mich, ich hatte wirklich so eine Klarheit irgendwie, dass ich dachte so, hey, ich will nicht in einer Welt leben, wo irgendwie Pornos machen, negativ sich auswirkt auf dem Leben von Menschen. Genau. Und wenn das die Welt ist, wo wir leben, ist leider immer noch so, ja. Dann will ich Pornos machen und damit die Welt verändern. Mhm. So. Weil ich denke, mich hat mal einer gefragt, was sagen denn deine Eltern zu deinem Job? Mhm. Und meine Antwort darauf war, was sagen denn deine Eltern zu deinem Job? Finde ich super. Weil ich finde das so nervig, weil diese Frage wird immer gestellt. So, weißt du, du kannst irgendwie ein ernstes Gespräch haben und weißt du, sonst ein Arzt oder irgendjemand würde man nicht fragen, was denken deine Eltern dazu? Und ich denke mir so, ja, ja, aber das reproduziert eben den Stigma und die Scham und, ne, und eben diese Negativität. Genau, weil ich denke, es ist am Ende des Tages ein Job. Klar, es ist ein ausgefallener Job, aber für uns, die das machen, ist es ein Alltagsjob, weil es ist Alltag. Genau, ja. Eben, und es gibt sehr viele unterschiedliche, ich sage jetzt mal, ausgefallenere Jobs. So. Genau. Und es gibt viele Jobs, die ich zum Beispiel persönlich nicht gerne machen würde. Mhm. Heißt das, dass der Job irgendwie schlimm ist? Nein, das heißt, dass ich für mich subjektiv einfach das nicht machen möchte. Genau. Und genauso gibt es Menschen, die sagen, mir wird so oft gesagt, oder vielleicht hast du auch gehört, so, ah, das könnte ich niemals. Genau. Ja, und ich so, ja, musst du ja auch nicht. Genau, musst du ja auch nicht, ist überhaupt kein Problem. Man muss ja niemanden dazu zwingen, das zu machen. Nee, aber wir haben halt Spaß nicht. Dran. Ja, ganz genau. Wie war es denn für dich, das Buch zu schreiben und mal so all deine Erinnerungen wieder aufzufreshen? Es war ehrlich gesagt ein sehr schöner Prozess. Ja, ich habe richtig Spaß daran gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr tolle Lektorin, die mich da begleitet hat und wirklich sehr viel Feedback gegeben hat. Und es war schön und vor allem, es war auch ganz interessant, dass das Buch rauskam. Ich meine, ich bin ja die gleiche Person. Genau. Alles, was ich da sage, sage ich schon seit Jahren, weißt du, was ich meine. Aber irgendwie, wenn man so ein Buch geschrieben hat, so bei einem guten Verlag, ne, Ullstein Verlag, dann wird man irgendwie so ein Stück weit anders wahrgenommen und so ein Stückchen ernster wahrgenommen. Was ich schwierig finde, ist natürlich total klassistisch irgendwie, zu sagen so, jetzt hat sie ein Buch geschrieben, muss sie was zu sagen haben, weißt du, ich meine, ja, das hatte ich die ganze Zeit zu sagen. Stimmt. Aber es ist schon, also was, um das positiv zu sehen, was mich total erfreut, ist, dass ich damit, glaube ich, auch Menschen erreiche, die ich sonst nicht erreichen würde. Genau, so ist es, sehr schön. Ich fand es ja auch sehr interessant, auch das Kapitel über Liebe und wie das in Filmen falsch dargestellt wird und mein Mann und ich müssen immer lachen, wenn es in den Filmen um Betrug geht. Und ja, der Ehepartner so betrogen wird, das ist dann immer so ein Riesenskandal. Und ich denke mir, warum ist das so ein Riesenskandal? Absolut. Ich finde eben, es gibt so viele veraltete und so konservative und ehrlich gesagt einfach prüde und langweilige Bilder, die wir immer wieder sehen in Filmen. Ja. Und ich denke mir so, hey, unser Leben, unser Sex, nicht jetzt nur unser, es ist unser Sexleben generell sehr spannend. Ja. Nicht langweilig. Nein, aber so viele Menschen haben andere Bedürfnisse, andere Vorlieben, Begehren, Wünsche, weiß ich, meine Fantasien. Genau. Und das wird so eingeengt von eben dieser Idee, dass alles so sein muss, wie es ne? Und wir sind, eigentlich sind wir viel freier, als wir uns das selbst erlauben. Was denke ich meine? Auch. Weil ich denke mir, wenn man zum Beispiel 10 oder 15 Jahre in einer Ehe ist oder generell mit einer Person zusammen ist, ich finde das gar nicht mal so schlimm, wenn man da mal das Bedürfnis hat, mit einer anderen Person intim zu werden. Absolut. Oder einfach mal einen Kaffee zu trinken gehen mit einer anderen Person. Ich meine, das sollte doch okay sein, einen Kaffee zu trinken, oder? Genau. Aber selbst das sehen viele Leute schon als Betrug an. Mhm. Weißt du, und das ist eigentlich sehr traurig, weil dein Partner kann dir doch keine andere Person ersetzen. Absolut. Und ich finde generell, es gibt so viele unterschiedliche
Wege, irgendwie eine Beziehung oder eine Partnerschaft zu führen. Genau. Und das, was für dich funktioniert, heißt das nicht, dass es für mich funktioniert. Mhm. Und das, was für dich heute funktioniert, ist vielleicht nicht unbedingt das, was du in 20 Jahren willst. Das ist es. Weißt du, wir verändern uns und so weiter. Und ich finde, je offener wir sind, einfach ehrlich mit uns selbst zu sein. Genau. Und, weil dann können wir auch ehrlich mit unseren Partner, Partnerinnen sein. So ist es. Eben, umso ehrlichere und gesundere Beziehungen werden wir haben generell. Mhm. Und wenn wir uns aber so begrenzen und sagen so, das ist so das Ideal und so muss es sein und wenn irgendwas schief läuft, dann ist es eben gleich Betrug. Wir tun uns selbst ganz viel Leid und Schmerz zu. So ist es. Ja. Du bist ja Polyamor, oder? Mhm, genau. Genau. Für die Leute, die nicht so bekannt damit sind, was ist denn Polyamor? Genau, also für mich persönlich Polyamor heißt, dass ich in meiner Gefühlswelt, sage ich jetzt mal, gibt es nicht diese Hierarchie von, es gibt die eine Person, die so mein Partner oder meine Partnerin ist. Mhm. Und mit dieser Person teile ich alles und die muss mich erfüllen und sexuell, intim, ne, Familie, emotional, so alles irgendwie. Mhm. Sondern für mich ist es so, ich kann gleichzeitig mehrere Menschen lieben und auch mit unterschiedlichen Menschen Sex haben. Mhm. Und ich stell das einfach nicht so in eine Pyramide von, okay, Partner, Partnerin, dann Freunde, dann Familie, was ich meine. Mhm. Sondern es ist so, hey, das ist etwas, was sich organisch auch entwickelt. Mhm. Und natürlich gibt es Menschen, die mir näher sind oder mit denen ich einfach eine andere Verbindlichkeit habe oder eingehe, mit denen ich vielleicht zusammen lebe oder mit denen ich vielleicht Kinder haben möchte. So. Mhm. Natürlich sind das Beziehungen, die mehr Raum nehmen in dem Leben, so klar, ne, logischerweise. Mhm. Aber die schließen nicht andere Lieben und andere Sexualität aus. Okay, macht das also Sinn? Das macht Sinn. Also sagst du, man kann zum Beispiel mit einer Person zusammenleben, sogar eine Familie gründen, aber trotzdem auch jemand anderen noch dazu lieben. Genau, ja. Okay. Und vielleicht verbringt man weniger Zeit oder unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber man kann trotzdem mit dieser anderen Person eine Beziehung haben, wo man eben, wo man Liebe spürt, wo man eine Intimität teilt, eine Sexualität teilt. Mhm. Oder andere Sachen wie Kaffee trinken und ins Kino gehen, I don't know, was auch immer. Weil, das finde ich sehr interessant, weil ich mal mit Gabi Gold über Polyamor geredet habe. Ja. Und sie hat mir auch das als Beispiel dargelegt, so bei Freunden ist es ja auch so, du hast eine Freundin, mit der du ins Kino gehst, du hast eine Freundin, die du anrufst, wenn es dir schlecht geht, du hast eine Freundin, mit der du feiern gehst. Genau. Und das ist eigentlich so, wie du das erklärst. Vielleicht hast du einen Partner zu Hause, mit dem du dir einfach am besten vorstellen kannst, eine Familie zu gründen, weil er einfach ein Familienmensch ist, aber vielleicht willst du auch noch einen Partner haben, der mit dir feiern geht, der mit dir auf der Tanzfläche abgeht, mit dir in der Öffentlichkeit rumknutscht, weil das dein Ding ist. Ja. Ne? Also ich finde das eigentlich sehr schön. Absolut. Und eigentlich, ich finde, manche sagen so, ah, das ist so schwierig, das könnte ich niemals und so weiter. Ich denke mir so, ich meine, es ist eine sehr subjektive Sache. Jeder Mensch muss wissen für sich, was er sie möchte. Mhm. Aber es kann ja auch entlastend sein, weil diese Idee, dass diese eine Person alles erfüllen muss, ist auch sehr viel Druck, sagen wir es. Ich meine, und eben, genauso wie unterschiedliche Freundinnen unterschiedliche Bedürfnisse decken, dann kannst du mit unterschiedlichen PartnerInnen auch eben unterschiedliches Support und dann teilt man auch alles. Man teilt das Glück, man teilt das Leiden, so. Ja. Weißt du, man teilt so unterschiedliche Sachen. Das stimmt, weil ich werde ja oft gefragt, ich meine, ich persönlich lebe monogam mit meinem Mann, aber ich habe halt trotzdem Sex mit anderen Leuten vor der Kamera. Oh nein! Surprise, surprise. Aber das ist halt so, viele fragen mich das dann auch, ne, wie sieht dein Mann das denn? Ist er denn nicht eifersüchtig? Mhm. Und ich denke mir, aber warum denn eifersüchtig? Weil so wie du sagst, ich teile ja alles mit ihm. Ich teile die positiven Erfahrungen am Set mit ihm, ich teile die negativen mit ihm. Ich kann ihm auch offen und ehrlich sagen, boah, das hat gerade so Spaß gemacht, der war richtig gut. Oder ich kann auch mal sagen, ach, das hat jetzt gar keinen Spaß gemacht, da hätte mir schon gern einen heißeren Drehpartner gewünscht. Aber das ist ja das, was für mich auch, für mich persönlich, meine Beziehung ausmacht, dass man eben trotzdem mit anderen intim sein kann, eben bei mir wegen dem Job, aber dass man trotzdem mit seinem Partner diese Erfahrung emotional teilt. Mhm, ja, und das ist total schön. Ich meine, ich finde es eben total intim, mit einem Partner, Partnerin, eben genau diese andere Intimität auch teilen zu können. So, wie du es beschreibst, irgendwie so, wow, wie schön. So, dass man, so, dann hat man irgendwie, man kann über alles reden. Genau. So, wie geil ist das denn? Ja, eben. Voll, total. Und ich denke mir, Leute wie du und ich, du bist zum Beispiel Polyamor, ich bin zwar monogam, aber habe trotzdem Sex mit anderen Partnern wegen meiner Arbeit, aber ich denke mir, gerade wir sind Leute, denen man in einer Beziehung, ob man sie mit mehreren Menschen führt oder nur mit einer, uns kann man vertrauen, weil wir werden immer offen und ehrlich kommunizieren. Ganz wichtig. Ne? Ja. Wir werden niemals hinterm Rücken von unserem Partner mit jemand anderem schlafen und das verheimlichen zu Hause und sich eine Affäre suchen. Ganz genau. Wenn wir eine Affäre haben, dann offen.
Genau, und ich finde dieser Punkt super wichtig. Ich freue mich, dass du das sagst. Mhm. Weil das ist für mich die Basis von allen Beziehungen. Sollte Ehrlichkeit, Transparenz sein. Und das heißt nicht, dass man jedes Detail des Lebens, ich meine, ich muss ja auch nicht erzählen, ob ich gestern die Spaghetti mit 3 Schüsseln Käse oder keine Ahnung gegessen habe oder nicht, was ich meine. Ja, ja. Und dementsprechend muss ich auch nicht sagen, wie genau ich diesen Schwanz gelutscht habe oder weiß ich ja, nicht. Ja, aber das ist gemacht, das ist wichtig. Ja, genau. Und ich finde, das muss man auch lernen. Genau. Weil wir lernen das nicht, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit einfach zu kommunizieren, zu sagen, hey, das habe ich gemacht, das fühle ich gerade. Das ist ein Prozess, finde ich. Was man macht, wenn man sich eben dazu bekennt und sagt so, ich möchte ehrlich leben, ich möchte ehrlich kommunizieren. Und man, es ist nicht immer einfach, weil wir das nicht gelernt haben und dann über unsere eigenen Ängste und Scham auch irgendwie überwinden müssen. Genau. Aber wenn man das schafft, und ich meine, das Prozess ist nie abgeschlossen, aber ich habe das Gefühl, so, man wird besser und besser. Natürlich. Man wird freier, man wird entspannter, das ist total schön. So ist es. Ja. Weil ich hätte mir vor meinem jetzigen Job niemals vorstellen können, in einer Beziehung zu leben, wo mein Mann vielleicht auch mit einer anderen Partnerin schläft, auch wenn es nur für die Kamera ist. Mhm. Aber ich hätte mir gedacht, boah, das könnte ich niemals machen. Mhm. Aber wenn man wirklich eine komplett offene Beziehung hat, also offen im Sinne von offene Kommunikation, hat man eigentlich überhaupt keine Bedenken, null. Ich finde, auch eben, ich finde, die Angst wird weniger. Genau. Weil du weißt ja, weißt du, es gibt keinen Grund, warum du mich anlügen würdest. Und dann, wenn irgendwas ist, ich meine, es kann immer was sein. Natürlich. Kann sein, ich sehe jemanden und denke mir so, ich finde ihn attraktiv. Es kann sein, ich sage, du, ich will gerne diese Person kennenlernen. Aber wenn man offen damit umgeht, dann weißt du Bescheid. So. Genau. Und dann, ich finde auch, dass man, ich weiß nicht, was für bei dir ist, aber wenn ich einfach offen darüber bin und so weiter, dann gibt es gibt irgendwie so ein bisschen diesen kleinen Reiz, was man manchmal spürt, wenn es halt heimlich ist. Und, und das macht es irgendwie, es weiß ich, aber wenn das nicht da ist, dann ist es so ein bisschen, ich fühle mich mächtiger über meine eigene Gefühlswelt, weißt du, weil ich kann, oder ich kann besser entscheiden, so, dann lasse ich mich nicht irgendwie treiben von einem Impuls, wo ich immer so, ach, ich hätte jetzt Bock, ich immer so, warte mal, will ich das wirklich machen und so weiter, oder? Und dann habe ich das mehr unter Kontrolle. Genau, bei mir ist es auch so, da denke ich mir, keine Ahnung, hm, will ich das jetzt wirklich oder wie erkläre ich das jetzt mein Mann? Will ich das? Ne? Lohnt sich das wirklich? Genau, lohnt sich überhaupt dieses Gespräch dann im Nachhinein? Ja, voll. Wenn man noch eine zweite Person hat, die man halt mit einbezieht. Ja, und total. So wie du sagst, da hat man mehr Entscheidungsfreiheit und mehr Gewalt über seine eigenen Gefühle. Absolut. Man handelt halt nicht so instinktiv, sondern wirklich mit dem Kopf. Und halt Erwachsener. Man wird, finde ich, Erwachsener. So, ich hatte das manchmal mit PartnerInnen, die vielleicht was gemacht haben, mich angelogen haben. Mhm. Und ich im Nachhinein die gefragt habe, so, aber warum lügst du mich an? Weil ich mache dir kein Drama, ist jetzt doch alles okay. So, weißt du? Und diese Absurdität, weißt du, die haben selbst, glaube ich, gedacht so, ja, warum mache ich das? Und, aber daran merkt man auch, ja, ob jemand auch anständig ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist ja auch feministisch veranlagt, oder? Mhm, ganz genau. Schon immer gewesen. Sehr gut. Wie würdest du den Feminismus für dich persönlich definieren? Mhm. Ich freue mich, dass du das so formulierst, so wie würde ich es für mich definieren, weil es gibt natürlich sehr unterschiedliche Auslegungen von Feminismus. Genau. Für mich heißt Feminismus eigentlich nichts anderes als kritisch unsere Gesellschaft und die Machtverhältnisse in der Gesellschaft zu betrachten. Mhm. Im Hinblick auf Geschlecht natürlich, aber nicht nur. Ich bin intersektionale Feministin. Mhm. Das heißt, immer wieder hinterfragen, was gibt es hier für Normen? Mhm. Wo kommen diese Normen her? Mhm. Wie werden diese Normen reproduziert? Wie werden diese Machtverhältnisse sozusagen reproduziert, damit die Mächtigen mächtig bleiben und die Unmächtigen unhandlungsunmächtig bleiben. Und wie können wir das ändern? Ja. So. Und für mich, dadurch, dass ich Pornos mache und andere Filme auch, geht's sehr viel, ich beschäftige mich einfach viel mit Bildern, mit was machen Bilder mit uns, was macht das mit unserem Vorstellungskraft irgendwie auch, bestimmte Bilder immer wieder zu sehen oder manche Bilder nie zu sehen. Mhm. So, ne? Und was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Gesellschaftsordnung? Mhm. Findest du, dass man als feministische Frau im Porno sich auch mal von einem Mann dominieren lassen kann? Mhm. Absolut, ja. Ich liebe diese Frage, genau. Weil ich glaube, viele Menschen, die sich vielleicht
immer nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigt haben. Ja? Denken, Feministin heißt, Frauen müssen die Macht haben. Genau. Und dann können sie eben nicht dominiert werden, weil dann müssen sie den Mann dominieren. So. Ja, nee. Und das ist total binär gedacht und total simpel gedacht. Weil so, Sexualität ist viel komplexer als das. Ja. Deswegen, ich finde, was ich immer sage, was ich total, was eigentlich, wenn man es einmal ausgesprochen hat, klingt es fast banal, aber ich finde, es ist wirklich eine wichtige, grundlegende Erkenntnis, mindestens für mich gewesen. Es gibt keinen Sexakt an sich, der irgendwie erniedrigend oder an sich oder irgendwie eine Dominanz ausübt. Es hat immer nur alles einen Kontext. Das stimmt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ein Sexakt an sich kann nicht jemand erniedrigen. Ein Mensch kann einem anderen Menschen erniedrigen. So ist es. Genau, aber mit Einvernehmen, wenn wir ja was machen, wo ich Bock drauf habe und du Bock drauf hast, dann gibt es keine, also weißt du, auch wenn du mich dominierst, weil ich mich hinstelle und du mir, weiß ich nicht, den Arsch versohlst, weißt du, weil wir beide das wollen, das ist ein Spiel und das ist ein einvernehmliches Spiel. Und das heißt nicht, dass du eine Macht über mich hast, sondern wir spielen mit dieser Macht in dem Moment. So ist es. Aber es ist eben ein Spiel und einvernehmlich. Weil ich frage, weil zum Beispiel, ich finde, selbst wenn man in der Rolle ist, dass man komplett devot in dem Moment ist, ist man trotzdem auch ein Stück weit dominant, weil man selbst entscheidet ja drüber, ich möchte jetzt devot sein und meistens kommuniziert man auch, pass auf, ich mag, keine Ahnung, ein bisschen härter, mach dies, mach das, das finde ich super. Ja. Und du hast ja trotzdem irgendwo diese Anweisungen gegeben. Du hast dich eigentlich nie so richtig devot hingestellt, ne? Absolut. Ich finde die, also die Person, der Sub, also die Person in der devote Position hat eigentlich die Macht. Eben. Also ich finde zum Beispiel, ich bin ja eher devot, der Submissive. Ich auch. Genau. und ich denke mir so, ich bin dann im Moment eine Prinzessin, so, weil ich bekomme genau das, was ich möchte. So. Und du musst nicht viel machen, das ist das Beste. Nee, genau. Das ist ja das Tolle, du bist so, okay, mach das. Genau, super. Und ich probiere mich so ein bisschen mehr aus in der Zeit, so ein bisschen dominanter. Ich denke so, oh, das ist so viel Arbeit, so viel Verantwortung auch, was ich meine. Weil ich habe gestern gerade mit einem Sklaven geredet und der ist richtig devot und steht auch auf gefesselt werden und so. Und ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, in diese Fantasie einzutauchen. Und der hat mir einfach vorgestellt, was würde ich wollen? Und dann habe ich einfach das eben erzählt, ne? Ja, einfach andersrum. Aber wie du sagst, in dem Moment war trotzdem er irgendwo dieser Dominante, weil ich musste ja irgendwie auf seine erniedrigenden Fantasien eingehen. Absolut, ja. Und eigentlich dominiert er mich ja in dem Moment. Total, ich finde auch, das ist etwas, was Menschen, die das nicht gespielt haben, nicht ganz verstehen. So, man muss irgendwie drin sein und das erleben, um zu merken, so, so funktioniert das eigentlich. So, es ist dieses, ne, von außen betrachtet kann die Situation komplett missverstanden werden, wenn man nicht weiß, was ist davor die Absprache gewesen und wer möchte was. So, ist es. Weißt du, genau. Und, aber es ist lustig, dass du sagst, du hast ja vorgestellt, was du gerne hättest, weil ich finde, in meiner Erfahrung, die bessere Doms, also die bessere, ne, dominante Menschen, sind solche, die selbst eigentlich devot sind, weil die am besten sich reinversetzen können und dann diese Sachen eben dann erfüllen, diese Wünsche, die sind ja Wünsche und Fantasien erfüllen. So ist es. Ich habe mal wegen Feminismus nochmal, ich habe mal ein super tolles Reel gesehen, da war eine Mutter, die Hausfrau war und ihr Mann hat halt gearbeitet und sich um die Familie gekümmert und sie hat gesagt, ich fühle mich trotzdem als Feministin, weil es war meine eigene Entscheidung, ich möchte Hausfrau sein, ich möchte hingebungsvolle Mutter sein und das ist das, was mich im Leben glücklich macht. Ja. Und ich finde, das ist super wichtig, dass Feminismus halt nicht immer bedeutet, wie du gesagt hast, dass man eine dominante, starke Frau ist und irgendwie keiner in einer Chefposition sitzt. Ja. Man kann auch eine super starke feministische Frau sein und sich für Frauenrechte einsetzen, auch wenn man Hausfrau und Mutter ist. Absolut. Und ich finde das so wichtig, weil wenn wir das nur, weißt du, wenn wir Feminismus oder feministisches Handeln oder Identitäten nur definieren im Sinne von, okay, wie ist es jetzt unter dem Patriarchat? Okay, dann müssen wir genau das Gegenteil machen. Dann sind wir immer noch bestimmt von dieser Herrschaftsidee. Genau. Weißt du, ich meine? Und im Moment, wo wir uns einfach befreien, sagen so, nee, warte mal, wir können alles. Genau. Dann sind wir wirklich frei. Natürlich müssen wir uns trotzdem fragen, so, okay, warte mal, wo kommt das her vielleicht? Aber da muss man, ich finde, das ist so komplex, weißt du, und diese Frage zum Beispiel so, warum will ich Hausfrau sein oder warum will ich den Arsch versohlen bekommen? So, das sind auch keine einfache
Fragen, die keine einfachen Antworten haben. So. Und es ist interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ich finde es total interessant, zum Beispiel, wenn wir zurück zum Porno kommen, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie das mag, ist es total schön, das im Porno zu sehen, was ich mag. Mhm. Aber es ist auch mal interessant, mal was anderes anzuschauen, um meine eigene Sehgewohnheiten zu brechen und zu sagen so, okay, was tut das mit mir? Und dann so, und vielleicht finde ich, nö, interessiert mich wirklich nicht, dann lasse ich das. Aber mal aus dem eigenen Tellerrand zu gucken sozusagen, und zu gucken, so, was macht das mit mir? Gibt es da vielleicht einen Teil von mir, den ich nie gefördert bekommen habe? Und vielleicht kann ich das mehr erforschen und für mich entdecken. Ja. Aber einfach diese Offenheit, dass man, wenn wir uns vorschreiben, was wir nicht dürfen, weil das so bloß nicht feministisch ist, dann sind wir nicht in dieser Entdeckungs- und offenen Reise. Genau. Hast du zufällig, ich weiß nicht, den Barbie-Film gesehen? Habe ich tatsächlich. Wie hat er dir gefallen? Ich auch. Ich meine, es ist natürlich ist das eine Werbung für Mattel auch. Ja. Es ist ein super durch und durch kapitalistischer Film. Das war ja ein riesen Marketing. Und das war auch voll ein Skandal, der Film von der Männerseite aus. Ja. Aber es ist witzig und es ist klug. Und ich finde, man muss damit arbeiten können. So. Ja. Man muss damit Humor haben können. Ja. Auf jeden Fall. Ich frage einfach, weil es dann so ist, ne? Ja, der Film, der ist ja so feministisch und weiß nicht was. Und ich denke mir, aber liebe Männer, genau so ist es tatsächlich, wo Barbie in die reale Welt gekommen ist und von allen angegeiert wurde. Ne? Das ist so lustig. Das war einfach so ein Schock für sie, weil sie das so nicht kannte. Klar, in ihrer Welt war es ein bisschen auch zu extrem wieder, weil da die Männer klein gemacht wurden. Mhm. Aber ich fand es halt einfach sehr gut mal dargestellt, damit man einfach die Männer auch sehen, in was für einer Rolle manchmal die Frauen sind. Mhm, absolut. Deshalb, ja. Das ist so genial. Ja, total. Ich finde einfach diesen Moment, wo Ken in die reale Welt kommen und auf einmal merkt so, es dreht sich alles um ihn und alle hören ihm zu und das ist so lustig. Aber eben, wie du sagst, weil dann eben, ich glaube, Menschen, das passiert uns ja alle. Ne? Wir haben alle unterschiedliche Privilegien und wir merken natürlich nicht, wie es ist, diese Privilegien nicht zu haben. Ja, so. Ja. Und eben, wenn du zum Beispiel ein Mann bist, ne, ich sage jetzt mal ein weißer heterosexueller Mann, der irgendwie als, ich sage jetzt mal, als normal irgendwie durch die Welt läuft, so, dann weißt du nicht, was sich anfühlt, wenn du nie zugehört wirst. Weil immer, wenn du den Mund aufmachst, wird der zugehört. Und wenn du dann mal in der Situation bist, wo jemand dir nicht zuhört, dann bist du total beleidigt und findest das ganz schlimm, weil du es nie gelernt hast, wie es ist, wie sich das anfühlt. Genau, genau. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, wie anders die Erfahrung von einem Menschen ist. Du kannst den gleichen Weg gehen und ich auch. Und unsere Erfahrung wird anders sein aufgrund von, wie wir aussehen, wie wir sprechen und so weiter und so fort. Weil ich finde es halt krass, dass dort halt auch so gezeigt wird, wie Frauen sehr oft objektifiziert werden. Mhm. Und ich kenne es auch aus meiner Erfahrung. Ich habe einen Typen, mit dem ich so chatte halt, einen User, und der versteht zum Beispiel gar nicht, dass es eigentlich beleidigend ist, wenn er mich zum Objekt macht. Mhm. Der versteht das nicht. Und bei mir war es halt so, ich wurde in meinem Privatleben sehr oft als Objekt gesehen. Ne? Die Typen wollten mich nie wirklich kennenlernen, sondern ne, die dachten an das eine, wo sie mich gesehen haben, wo sie das bekommen haben, war ich uninteressant. Mhm. Und wo ich dem Typen das erzählt habe, hat er gesagt, naja, ist ja auch kein Wunder, bei dir denke ich auch nur das eine. Och, wie dumm und wie ignorant und wie kurz gedacht, oder? Also schlimm so, ne, dass du dir sowas anhören musst, aber ich denke mir so auch für den Menschen, ach, was für eine arme Seele. Und er denkt, aber er macht mir Komplimente damit. Und ich denke mir so, das ist doch kein Kompliment, das ist gerade richtig verletzend, was du eigentlich sagst. Ja. Ne? Deshalb, ja. Aber die sind nicht in der Lage, irgendwie zu verstehen, dass ne, das ist deren eigene Projektion, dass, weil sie nur Wert drauf legen auf Aussehen. Ja, wahrscheinlich. Denken sie, du legst nur Wert auf Aussehen. Ja, ist weißt nicht so, ja. Ja, aber ich meine, was für eine kleine Welt, in der sie leben, weißt du, wo nur das wichtig ist. Und sie selbst wahrscheinlich total viel Unsicherheiten haben, weil sie vielleicht nicht so aussehen, wie sie denken, die sollten aussehen. Ja. Zu einem fröhlicheren Thema. Ja. Was ist für dich Porno-positiv? Ich weiß es ja, weil ich es gelesen habe, aber... Also, Porno-positiv heißt für mich... Du warst ja, sex-positiv ist ja so ein Wort, was man überall hört mittlerweile. Ne? Ja. Genau. Manchmal denkt man so, sexpositiv heißt, dass man alle Sex haben müssen und ganz viel Sex davon. Genau, ist es nicht, natürlich. So, sexpositiv heißt letztendlich, dass wir alle für uns selbst entdecken können, was wir mögen und dann das kommunizieren können. Genau. Und wenn das heißt, ganz viel Sex haben, super. Und wenn das heißt, gar keinen Sex haben, auch super. Super, genau. Ganz genau. Und jeder Mensch ist anders und einfach das zu anerkennen, die Diversität.
Für mich wäre Porno positiv, einen ähnlichen Gedankengang zu sagen, okay, müssen wir jetzt alle Pornos machen oder Pornos sehen? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber aktuell ist es so in der Gesellschaft, dass wir Pornos als was Schlimmes verstehen. So, es ist irgendwie gefährlich, es ist für die Jugend gefährlich, da werden Frauen ausgebeutet, ganz viele Vorurteile, die einfach nicht stimmen. So. Und ich frage mich, was macht diese Angst mit uns? Oder die Vorstellung, dass, was ist Porno? Porno ist ein Unterhaltungsprodukt, wo nackte Menschen zu sehen sind, wo Sexualität explizit gezeigt wird. Und wenn wir damit aufwachsen, dann wir sagen, irgendwas mit dieser Sexualität ist nicht richtig, das hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unseren eigenen Körper erleben, auf unser Verhältnis zur Sexualität. Was ich sage ist, hey, eine pornopositive Gesellschaft, die hat keine Angst vor Pornografie, sondern die anerkennt Pornografie für das, was es ist. Mhm. Unterhaltungsmedium, genau. Ne, Darstellung von Sexualität, explizit zwar. Kann man mögen, kann man lassen, egal, genau. Jedem überlassen, wie man das machen möchte. Und im besten Falle gibt es davon eine große Diversität, damit nicht nur ein bestimmter Körper oder eine bestimmte Sexualität gezeigt wird, sondern eben unterschiedliche Körper, Begehren, Wünsche, Fantasien, Sexualitäten, weißt du? Damit, wenn Menschen sich mit Porn auseinandersetzen, dass sie sagen können, okay, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, weißt du? Und das wäre für mich eine pornopositive Gesellschaft. Eine, wo wir keine Angst und keine Gefahr sehen in der expliziten Darstellung von Sexualität. Genau, und auch kein Verurteilen für das, was er sich anguckt. Es ist illegal, ne? Also, aber das ist super, dass du sagst, weil ich finde, wir müssen einfach für eine Definition von Pornografie plädieren, was alles, was illegal ist, einfach nicht Pornografie genannt wird. Genau. Weil ist es nicht. Genau, es ist eine Straftat. Es ist eine Straftat, ganz genau. Weißt du? Und ich finde diese Wörter, ich sage das jetzt einmal ganz kurz, Kinderpornografie, es ist schrecklich. Das ist eine Darstellung von Kindesmissbrauch. Genau. Und ich finde, so muss man das nennen. So ist und es. Alles andere, was nicht im Einvernehmen aufgenommen und oder veröffentlicht wurde, ist kein Porno. Genau. Es ist eine Straftat, es ist Missbrauch und man muss es beim Namen nennen, um das auch nicht verurteilen zu können. So ist es. So. Ja, genau. Weil das hast du ja auch so schön geschrieben in dem Buch, deshalb frage ich dich auch, weil genauso sehe ich das auch. Wenn es nicht einvernehmlich ist und wenn vorher nichts abgesprochen wurde, dann ist es eine Straftat. Mhm. Fertig. Fertig also, aus. Genau. Ja. Und das ist juristisch gesehen viel praktischer eigentlich. Wenn wir das einfach so unterscheiden und sagen, so Porno, legal, alles andere, illegal, Straftat. So ist es. Punkt. Genau, genau. Hast du durch den Porno, weil so war es zumindest bei mir, auch positiv auf den eigenen Körper geblickt? Mhm. Ja, krass, bei dir war es auch so, ne? Ja, ja, super interessant. Ich habe, wir alle Menschen haben mal Momente, manche mehr, manche weniger, wo wir mit unserem Körper irgendwie nicht ganz klarkommen oder denken so, ach, hätte ich längere Beine, größere Titten, keine Ahnung, egal was. Ne? Ja. Und für mich war mich zu trauen, es war eine Überwindung auch, ne, im Pornos mitzuspielen, weil ich dachte so, ah, ich bin ja nicht perfekt und kann ich das und so. Und dann einfach zu sehen so, du, es ist mein Körper, der ist so, wie er ist. Genau. Weißt du, meine? Und manche Leute mögen es und manche auch nicht, ist egal. Ja. Und das hat für mich wie so, war so ein bisschen so wie so ein Frieden schließen. Ja. Und sagen so, hey, das ist der Körper und ich freue mich darüber. Genau. Und der hat Lust und er empfindet Orgasmen und Lust und das ist schön und ich bin dankbar dafür. Ja, weil so sehe ich das auch. Ich war früher auch total unsicher und so. Und dann, je mehr auch Frauen ich nackt gesehen habe, ich habe ja nicht wirklich viele Frauen in meinem Leben vor Porno nackt gesehen, außer vielleicht im Schwimmbad. Ja, aber je mehr Frauen ich gesehen habe, jede war wunderschön auf ihre eigene Art und Weise. Ganz genau. Manche hatten auch einen perfekten Körper im Sinne von kein Zellulite, keine Dehnungsstreifen, keine Pickelchen irgendwo oder so, also in dem Sinne perfekt. Ja. Aber trotzdem ist kein Körper wie der andere. Du kannst 10 Frauen nebeneinander stellen und trotzdem ist keine gleich wie die andere. Wow, das war ja spannend. Aber wisst ihr, was noch spannend ist? Meine Webseite. Also klickt in den Link in der Beschreibung und kommt mich besuchen. MickeyMuffin.com. Und jetzt schnell zurück. Genau, und ich habe dann halt auch gelernt, dass mein Körper richtig ist, so wie er ist. Ganz genau. Ich denke mir, ich habe mir zwar die Brüste machen lassen, aber das hatte nichts mit dem Porno zu tun, sondern weil ich einfach immer so frustriert war, wenn ich BH shoppen gegangen bin. Keiner hat gesessen und überall war so Luft drin und man konnte immer reingucken in Blusen und so. Und ich war halt da einfach unzufrieden. Und ich wollte mir auch keine Hupen machen, sondern einfach nur eine schöne, normale, volle Brust. Und ich fühle mich dadurch auch viel wohler in meinem Körper. Aber wie gesagt, je mehr Körper ich sehe, desto mehr lerne ich auch meinen eigenen zu schätzen. Das
freut mich. Ja, es ist auch schön. Du, ich finde, am Ende des Tages, es ist dein Körper. Du entscheidest, was du machst mit deinem Körper. Ich habe entschieden, mir jetzt die Zähne zu machen. Habe jetzt eine Zahnspange. Schön. Ja, aber also, ich sage das immer so ein bisschen als Witz. Ich sage so, ich hab meine Titte nicht gemacht, dafür mache ich mir die Zähne. Und weil mich persönlich hat es gestört. Siehst ich habe einfach ein Zähne verdreht und immer, wenn ich mich gesehen habe, mache ich so, ich hätte den gerne gerade. Siehst du, mir wird das Zöpfel gar nicht aufgefallen. Ja, es ist halt so. Wir haben alle unterschiedliche Beziehungen zum Körper. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, dass alle Menschen sich wohl in ihrem Körper fühlen. Aber dass wir auch niemanden verurteilen, weil die irgendwelche Änderungen denken. Weißt du, manche Leute machen Tattoos, manche machen Piercings, machen die Zähne, manche machen die Brüste. Das ist okay, solange wir es natürlich erst im freien Willen machen. Genau. Natürlich kann man sagen, gibt es einen freien Willen, wenn wir so viele Bilder sehen und wir davon beeinflusst sind? Nein, das ist natürlich alles sehr komplex. Ja. Aber es hilft nicht, wenn wir uns sozusagen nochmal diese Begrenzung sagen, so, ja, das dürfen wir jetzt nicht, weil dann lass uns einfach erstmal alles dürfen und lass uns trotzdem immer wieder den Anspruch haben, darüber zu reflektieren, uns selbst immer zu hinterfragen, einfach ehrlich mit uns selbst zu sein und akzeptieren, dass das Leben und die Beziehung zum Körper und zur Sexualität ein Prozess ist, der nie zu Ende ist. Ja. Und das ist schön, weil es bleibt immer spannend. Weil ich denke mir, selbst wenn man irgendwie beeinflusst wird durch gemachte Brüste im Internet, dass man sich selber welche machen möchte, vielleicht wird man ja nicht wirklich davon beeinflusst, sondern vielleicht reflektiert man dadurch eher, okay, ich gebe zu, ich habe ein Problem mit meiner kleinen Brust. Weißt du, vielleicht realisiert man ja auch dann erst so richtig, was man möchte und was man nicht möchte. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Es sind so viele Bilder. Ja. Und ich finde, anstatt zu sagen, so, wir müssen diese Bilder, weißt du, verbieten oder whatever, ich sage, hey, lass uns noch mehr Bilder haben. Ja. Weißt du, ich meine, weißt du, was ich meinte vorhin mit Porno, weißt du, anstatt dass wir sagen so, diese Bilder sind so und so, die sollten irgendwie nicht, ich sehe mir so, lass die Bilder, mach neue. Ja. Weißt du, lass uns einfach so viele Bilder haben, eben von unterschiedlichen Körpern, lass uns alle Körperformen feiern. Genau, weil ich sehe das als Problem, auch eben, weil wir vorher über Insta geredet haben, bevor das Interview angefangen hat, wegen Zensur und so. Mhm. Ich denke mir zum Beispiel, als ich 12 war, dann guckt man auch noch keine Pornos, meistens halt nicht, also ich habe es halt nicht gemacht. Also man hat halt nicht so viel Bezug zu anderen Körpern und wenn man dann im Internet auch keinen Zugang dazu hat, weiß man auch nicht, ob man normal ist. Mhm. Weil zum Beispiel bei Insta ist es ja auch manchmal schon verpönt, wenn man ein T-Shirt ohne BH anhat und den Nippel durchgucken. Und ich denke mir, wenn das verboten ist und ich mit 12 anfange, Brüste zu bekommen und ein Shirt anhabe und den Nippel da durchgucken, was ist, wenn ich mich dann fühle, ich bin nicht normal, weil guck mal, die ganzen Frauen auf Insta, bei denen gucken den Nippel nicht durch das Shirt. Was ist, wenn nur meine die ganze Zeit so stehen? Bin ich normal? Und ich finde, man sollte mehr erlauben, seinen Körper zu zeigen, nicht im Sinne von erotisch zeigen, aber einfach zeigen zu dürfen, damit auch junge Mädchen sehen können, okay, die hat ja auch hier Zellulite hinten am Po. Das ist ja normal, habe ich auch. Aber wenn alles immer bedeckt ist... Hundertprozentig. Ich bin also wirklich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, es gibt einen riesigen Mangel an Bildern. Eben, die müssen keine erotische oder keine pornografische Bilder sein, aber einfach Körperbilder. So. Ich bin ja auch aufgewachsen und habe nie irgendwie unterschiedliche Vulven gesehen. Ich auch nicht. Und ich glaube, diese Frage, die du sagst, dieses bin ich normal, das stellt sich jeder Mensch. Ja. Jeder Mensch sagt, bin ich normal? Ist das normal? Ist das, weißt du, ich meine? Genau. Und die Leute sagen so, Porno ist ja so ein schlechter Einfluss auf nicht mehr gesund. Nee, das Problem ist der Mangel an Aufklärung, der Mangel an Informationen, der Mangel an Bildern, wo sie sagen, guck mal, so können Penisse aussehen, so können Vulven aussehen, so können Brüste, alle unterschiedlich, größer, kleiner, behaarter, nicht mehr. Genau. Weißt du, und die sind alle normal, die sind alle gesund. Ja. So wie deine aussieht, ist richtig so. Und am besten solltest du dich damit beschäftigen, wirst du am meisten dir Genuss bereitet. Nein. Aber da lassen wir wirklich die junge Menschen alleine mit ihren Zweifeln und mit ihren Ängsten. Und das ist ein Problem. Eben, weil so habe ich mich halt gefühlt. Ich habe tatsächlich angefangen, Porno zu gucken, nicht aus Lust,
Porno anzugucken, sondern weil ich tatsächlich mir die Vulven von anderen Frauen angucken wollte, weil ich wissen wollte, ob eine so eine hat wie ich, ob meine normal ist, ob die Lippen vielleicht zu groß sind oder zu klein sind oder zu pink sind oder zu braun sind. Weißt du, was ich meine? Total. Und ich habe mir deshalb die ersten Filme angeguckt, einfach um zu vergleichen, wie die Frauen untenrum aussehen. Was total normal ist. Und super viele junge Menschen machen das genau aus diesem Grund. Und das Ding ist, sorry, aber Pornos ist in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt für Erwachsene. Mhm. Und es ist nicht der Ort eigentlich, um halt das, also manchmal für viele Menschen funktioniert und dann so, hey, Halleluja, gut. Ja. Aber eigentlich, das zeigt, nee, das Problem in der Gesellschaft, dass wir keine anderen Ressourcen haben, wo junge Menschen eben genau das schauen können. So ist das. Ja. Weil ich denke, man sollte wirklich so eine Plattform einrichten, wo es wirklich nicht erotisch dargestellt ist, sondern wo man einfach nur vergleichen kann, bin ich normal. Voll. Es gibt ein paar interessante Projekte. Es gibt zum Beispiel The Vulva Gallery auf Instagram. Das habe ich gehört. Ja, ja, das ist total schön. Das sind Zeichnungen. Genau, nicht Zeichnungen. Mal, genau. Mhm. Aber da, da siehst du schon mal so, okay, das sind, ich meine, mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Zeichnungen das sind, das ist so die wirklich möglich unterschiedlichsten, wo wir auch von Transmännern oder also genau, wirklich, wirklich total divers. Und das ist total schön. Ich finde, das müsste in der Schule eigentlich zugänglich sein, dass sie sagen, so, hey, guck das da rein. So, ja, weißt du? Sehe ich auch so. Ja, genau. Voll. Möchtest du noch irgendwas noch frei erzählen? Ich glaube, wir haben so vieles Schönes erzählt. Denke ich auch. Vielleicht eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, und zwar. Also wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir aufhören, Vorurteile gegenüber Pornografie zu haben, ne? Zu sagen, so, das ist, wir hören ja so viele Sachen in den Medien, die einfach de facto einfach nicht Realität sind. Also du kennst die Industrie, ich kenne sie auch und wir können vieles erzählen. Mhm. Es heißt nicht, die Industrie ist ein wunderschöner Ort und alles ist super. Nein, natürlich, warum auch? Eben. Es wäre ja absurd, dass ausgerechnet die einzige Industrie auf der Welt ist. Alles gut. Nein, die Musikindustrie, die Filmindustrie, immer gibt es da Sachen, die verbessert werden können. So ist es. So ist die Pornindustrie auch, aber die ist nicht schlimmer als andere. Nee. Und ich finde aber auch ein Faktor, damit die Leute auch anfangen, so ein bisschen den Wert von Pornografie zu anerkennen, wäre, wenn Menschen auch anfangen, mehr für Pornos zu bezahlen. Weil wir sind das mittlerweile sehr gewohnt. Seit einigen Jahren ist so, klar, es gibt alles umsonst auf dem Internet. Guck mal, ich will jetzt auch nicht mit gehobenen Fingern sagen, ihr müsst jetzt für jeden Porn, ihr schaut, müsst ihr zahlen. Ich mache das selber auch mal, dass ich reingucke und mir Sachen angucke. Weißt du, es ist okay, machen wir alle. Ich habe mir auch früher mal Filme irgendwie, ne, umsonst runtergeladen. Ja. So haben wir alle gemacht. Mhm. Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass man sagt, okay, das kostet eigentlich Geld. Hier sind Menschen, gerade die Menschen vor den Kameras, die stehen da mit deren Körper und die machen eine Leistung. Und das muss ja irgendwie entlohnt werden. Und deswegen, nachdem dir ein paar Sachen geguckt, angeguckt hast und wenn du was findest, okay, das gefällt mir, zum Beispiel, ich habe mir Sachen von mir kennengeguckt, auch ich finde die ganz cool, dann gehe ich auf deine Plattform, deine Webseite, was auch immer das ist. Na, danke. Und kaufe dann die Sachen bei dir, damit das Geld bei dir ankommt, damit du weiter produzieren kannst, die Sachen, die ich gerne mir anschaue. Das und das möchte ich vielleicht mitgeben, ne, wenn man irgendwie Porno schaut und versucht, die Menschen zu unterstützen, die eben die machen, vor allem die Menschen vor den Kameras oder halt die Produzentinnen, die auch, die auch andere, genau, einfach wirklich das, die Produkte einfach in den Orten konsumieren und kaufen, wofür sie gemacht wurden, damit die Menschen, die das machen, das weitermachen können. Wow, das hast du jetzt wirklich toll gesagt. Das stimmt. Man kann sich ja kostenlos ein paar Sachen auch angucken, aber letztendlich sollte man wenigstens mal einen Film gekauft haben, weißt du, einfach zu unterstützen. Das hast du schön gesagt. Danke. Danke dir. Ja, wir haben jetzt wirklich sehr viel geredet. Eine Sache noch, wo kann man dich denn überall finden? Stimmt, wo kann man mich finden? Also, ich bin auf Instagram und Twitter, @paulitapappel. Und ich leite ja zwei Plattformen, lustery.com und hardwerk.com. Lustery ist für echte Amateur-Couples. Mhm. Und Hardwerk ist so eher höher, also so Hochglanzprodukt von Gangbangs. Wo siehst du dich denn in Zukunft? Hast du irgendwelche Pläne? Ich sehe mich in eine porno-positive Gesellschaft tatsächlich, wo Pornos nicht nur bei Porno-Plattformen sind, sondern wo Pornos auch dort zu sehen sind, wo sonst andere Filme auch zu sehen sind. Mhm. Das ist die ARD-Mediathek, Netflix oder sonst oder Fernsehen, weißt du? Und am liebsten würde ich auch in Zukunft die Ressourcen haben, um eben Filme zu machen, Spielfilmlänge oder Serien, die eben nicht nur pornografisch oder nur Spielfilm haben, sondern eben die Sachen kombinieren und einfach neue Formate irgendwie, ich würde total gerne einfach neue Formate machen und erfinden, wo diese Grenzen einfach aufgelöst werden. Oh, wow.
Oh mein Gott, das finde ich super, super toll, weil ich finde, es sollte viel mehr solcher Filme geben. Ich kann mich an einen Film erinnern, da war ich, glaube ich, 14 oder so, als ich den gesehen habe. Das war ein Film, ein wirklich Spielfilm, 1 Stunde 30 hat er gedauert und es gab die ganze Zeit explizite Szenen. Man hat auch Sachen gesehen. Manchmal ein bisschen soft, manchmal ein bisschen hart, aber es war ein richtiger Spielfilm. Und das fand ich richtig super, weil es gab auch normale Szenen, wo sie beim Essen waren und geredet haben. Und dann war eine zweite Szene, wo sie zu Hause sind. Und dann war es nicht unter der Bettdecke und Licht aus und am nächsten Morgen liegen sie mit BH da. Sondern es war wirklich eine explizite Szene. Eben, und diese Filme gab es eben, 70er und 80er Jahre gab es viel mehr, ne, von diesen Spielfilmen und sogar Anfang 2000. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit es weniger davon gibt. Und ich finde es schade und ich finde, wir müssen das uns zurückerobern. Sehe ich auch so, ja, da unterstütze ich dich dabei. Ich wäre auch die Erste, die den Film kaufen würde, so wie ich das Buch gekauft habe. Danke für deine Unterstützung. Nichts zu danken. Also ich habe mich wirklich darüber gefreut, weil ich finde, du bist so eine interessante Person und ich wollte einfach wissen, was du zu sagen hast. Danke, das ist jetzt weiter richtig. Also wirklich, Leute, jetzt ohne Scheiß, ich empfehle euch das Buch von ganzem Herzen, weil es ist super, super, super interessant und ihr könnt sehr viel von dieser Frau lernen und auch natürlich über Pornopositivität. Hey ihr Lieben, danke, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Hier oben seht ihr mein letztes Video und hier könnt ihr den Rest meines Kanals angucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Thumbs up da und ihr könnt meinen Channel auch gern abonnieren. Bis zum nächsten Mal.